Ich sag, was lachst denn du? Was lachst denn du? Es ist klar, ich war der Tänzerin. Er sagt, du kannst ja gar nicht Tänzerin werden. Ich sag, warum denn? Weil du O-Beine hast, sagt er zu mir. Also Frau Konrad sagt, also liebe Kinder, jetzt wollen wir allen ein schönes Lied singen und dann machen wir weiter im Unterricht, war nur eine Frage zwischendurch. Ich sag, Düskopf, nie und nimmer. Ich wusste O-Beine. Also, der hat gesagt, nie kannst du Tänzerin werden, nie kannst du Tänzerin werden. Ich bin sofort fassungslos aufgestanden, meinen Ranzen genommen, nach Hause gelaufen, vor den Spiegel. Ich dachte, Tüter Johann hat recht. Es ist aus mit deiner Karriere. Alles vorbei. Nichts mehr. Aus Bett geschmissen, geheult, geheult. Meine Mutter sagt, Kind, das ist doch nicht so schlimm. Du bist 7 Jahre alt. Du kannst da auch noch was anderes machen. Damit brauchst du doch nicht so. Ich sage, nee, Mann, es hat alles. Ich will nicht mehr leben. Ich will nicht, wenn ich nicht Tänzerin werde. Und da hat mir mein Freund, hat mir so eine kleine... Ja, also ich muss halt noch heulen, weil ich denke, ich bin nicht Tänzerin geworden. Das ist so traurig. Aber es wäre ja auch nichts geworden. Ich wäre viel zu dick gewesen und alle Karriere wäre schon zu Ende. So ist viel besser. Nur ist gut. Meine Heimat ist das Meer, deine Freunde sind die Sterne. Über Rio und Shanghai, über Bali und Hawaii. Warum bin ich nicht in Köln geblieben? Eine zweite Heimat? Nein, das ist die Stadt der Kirchen und des Karnevals nicht für mich geworden. Die Insel Usedom bleibt unersetzbar. Aber ein angenehmer Wohnplatz ist dieses Köln gewiss. Was lade ich mir auf, hierher zurückzukommen? Mich zurückzuverwandeln in jene Erika Asmus, die mir längst fremd geworden ist. In Albig, meinem Geburtsort, lauert die Erinnerung an die Führerin der Albiger Jungmädel, mit denen ich vor 50 Jahren Hitlerlieder singend durch das Dorf gezogen bin. In Kleinmachnow, meinem Fluchtort bei Berlin, die Erinnerung an die Lehrerin der SED-Parteihochschule, an der ich vor 40 Jahren Stalins Grundzüge der Dialektik und des Materialismus lehrte. Also manchmal schäme ich mich darüber, wenn ich denke, wenn ich heute erfolgreich bin, wenn ich irgendwo eine Rede halte, dann denke ich, um Gottes Willen. So groß ist der Unterschied eigentlich zu deiner Jugend auch nicht. Ich mochte immer gerne Reden halten. Und im Lesesaal der Albiger Kurverwaltung, wenn am 20. April, Hitlers Geburtstag, die jungen Mädel in den BDM überführt wurden, dann hielt ich auch eine Rede und gab ihnen irgendwelche schönen Worte mit auf den Weg. Und Frau Köhn sagte zu meiner Mutter, Frau Asmus, es ist ein Wunder, aber Ihre Tochter redet zu schön. Ich könnte ihr dauernd zuhören. Wenn jemand vom Meer spricht, denke ich natürlich gleich an meine glückliche Kindheit. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass Kinder glücklicher aufgewachsen sind als ich hier am Meer. Das war eben wunderschön, wenn ich morgens in den großen Ferien aufwachte, zog meinen Badeanzug an, lief über die Straße und rein ins Meer. Wir machten einen großen Anlauf und dann schmissen wir uns in die Wellen und dann schwamm ich als Mädchen bis zur Motorbootlinie und schrie laut vor Glück. Meine Vorfahren sind als Kolonisten Friedrichs des Großen hierher auf die Insel geschickt worden. Und
Ihre Söhne und Enkel sind Fischer geworden. Mein Großvater war auch ein Fischer im Ort und hat dann hier, wie andere Fischer auch, in den Gründerjahren dieses Fremdenheim am Strand gebaut. Und ich fühle mich in meiner ganzen Geisteshaltung ganz als preußische Protestantin, obwohl es Preußen nicht mehr gibt und obwohl ich gar keine Protestantin mehr bin. Aber diese preußisch-protestantischen Tugenden, mit Anführungszeichen und auch ohne, die bestimmen doch sehr mein Leben. Also einmal dieser Fleiß, auch diese Zuverlässigkeit, der Wunsch, es zu was zu bringen, auch sich verantwortlich fühlen für die Gesellschaft, nicht nur für sich zu leben, gleichzeitig aber doch eben, wissen Sie, mir sitzt in den Knochen die Autoritätsgläubigkeit, dieses sich unterordnen, gehorchen. Ich habe noch heute Angst vor Polizisten, auch vor Ministern und bin ständig damit beschäftigt, das zu überwinden. Da kommt etwas anderes hinein, das dem entgegenwirkt. Das ist diese starke Prägung durch das Matriarchat, das hier in den Dörfern an der Ostsee herrschte. Bei uns sind immer nur die Männer unterdrückt worden von starken, willensstarken Frauen. Und wenn sie so alt waren wie ich jetzt, so nannte man sie meistens, jedenfalls bei uns in der Familie hieß das, was wohl was zu tun hat mit Hexen. Und ich fühle mich sehr wie solche alte Hester inzwischen. Einfach mit dieser Willensstärke, auch mit dieser, na, also Altweibermilitanz, mit dieser ja, Kühle, Härte gegenüber Männern, keine Illusionen über die Männer. Und, aber eine Härte, zugleich durchsetzt mit Rührseligkeit, illusionslos und sehr kräftig. Meine Mutter hatte die Illusion, die sich auch schnell abgewöhnt hat. Meine Mutter hatte die Illusion, dass ich mal das Haus übernehmen würde, ihre Nachfolgerin werde. Wenn man aber Fremdenheimbesetzerin ist, muss man richtig rechnen, schreiben und lesen können. Und da fanden schon meine Großeltern, dass die Volksschulbildung nicht genügt, sondern dass man also seine Rechnung für die Badegäste, ein Frühstück mit Konfitüre und andere Sachen, vielleicht kommen auch mal Ausländer, muss man sagen, how do you do und solche Sachen alles. Das heißt, man braucht eine gute und solide Bildung als Fremdenheimbesetzerin. Und deswegen hat mich meine Mutter aufs Lyzeum geschickt, aber nicht mit so einem Flausen wie studieren oder sonst was. Für mich war Zünemünde, wie für viele Menschen aus der Insel, aus unterschiedlichen Gründen das Tor zur Welt. Von hier aus fuhren die Dampfer nach Schweden und Norwegen und auch nach Afrika oder Australien. Also wenn erstmal hier war das Sprungbrett und wenn man weg wollte von der Insel, musste man nach Zünemünde. Und das wollte ich eigentlich immer. Ich dachte 1936, als ich in die Sechster der Fontane-Schule eingeschult wurde, dieses sei der erste Schritt in die große Welt hinaus. Und die Fontane-Schule und die Lehrer der Fontane-Schule waren nicht die große Welt. Also was ich da erwartete, väterliche Freunde, mit denen man über den Sinn des Lebens sprechen könnte und über Ideale, und über Hölderlin und Literatur, das waren diese Lehrer nicht.
Also ich muss Ihnen ehrlich sagen, mein erster Eindruck war, als ich hier vorstand, dachte ich, Mistschule. Ich habe keine schöne Erinnerung an diese Schulzeit. Ich erstaune noch jetzt darüber, bin erstaunt darüber, wie wenig Leichtigkeit ich eigentlich als Kind gehabt habe. Dass ich so vor so vielen Unterrichtsstunden schon morgens, wenn wir auf dem Weg zur Schule waren, so Angst hatte. Dazu kam noch, wir fühlten uns als Mädchen aus den umliegenden Dörfern eben sehr deklassiert. Also die angesehensten Schülerinnen waren die Töchter der hohen Offiziere, der Marineoffiziere, dann die Töchter der Rechtsanwälte, der Akademiker, der Studienräte aus dem nahen Gymnasium, der angesehensten Kaufleute. Und wir waren die Doofen. Wir waren die Mädchen aus den umliegenden Dörfern. Wir gehören einfach zunächst mal nicht dazu, waren auch weniger schick angezogen als die Mädchen aus der Kreisstadt. Und ich weiß nicht, vielleicht empfanden das meine Klassenkameradinnen gar nicht so, aber wir empfanden uns als deklassiert. Und ich kann mich auch noch erinnern, hier, als wir auf dem Schulhof standen, hatten wir so mit 16, 17 Jahren große Diskussionen unter den Schülerinnen, wie man sich verhält, wenn man noch nicht verheiratet ist. Und dass man sich natürlich aufbewahren muss für die Ehe. Und ich sagte, also ich finde, wenn man jemanden liebt, muss man sich nicht aufbewahren, sondern müsste man sich eigentlich doch also ganz hingeben, obwohl ich nicht recht wusste, was darunter zu verstehen sei. Aber Hingabe erschien mir das Richtige. Und nächsten Tag oder übernächsten Tag kam ein Mädchen und sagte zu mir, Erika Asmus, meine Mutter hat mir verboten, weiter mit dir Umgang zu haben. Ich sage, weswegen denn das? Ja, weil du so eine bist, etwas verkommen. Also ich wusste nicht mal den Unterschied zwischen Mann und Frau. Das war unsere Welt, das war unsere Vorstellung vom Leben. Und wenn ich heute an die 16, 17-jährigen Kinder denke, ich, was waren wir für altmodische Mädchen aus der Provinz. Mit 12 Jahren oder so war ich hier, also Jungmädelführerin. Und das finde ich nun im Nachhinein besonders komisch, weil ich eigentlich überhaupt kein Mensch bin, der führen kann. Ich kann mich eigentlich überhaupt nicht durchsetzen und bin sehr darauf angewiesen, darum ist es auch so schön, alt zu sein, dass andere Menschen bereit sind, freiwillig, wenn sie so wollen, meine Autorität anzuerkennen. Aber sie glauben doch nicht, dass ich fertig kriege, einer Sekretärin zu sagen, das geht so nicht oder so können wir das nicht machen oder mit meiner Haushilfe, da habe ich doch Angst, dir irgendein Wort zu sagen. Aber da merke ich eben, je älter ich werde, die Leute sind bereit, also auf mich zu hören, was mich sehr glücklich macht. Also ich besaß überhaupt keine Autorität, aber ich nehme an, dass die Menschen und auch die Mädchen mich gerne mochten und auch Vertrauen zu mir hatten. Ich war sicherlich ein Kind, das besonders vernünftig war, das besonders freundlich war und dass ich nicht aufspielen wollte in dem Sinne, dass man andere unterdrücken möchte. Das ist ein Schlüsselerlebnis meines Lebens. Ich kann daran nur mit tiefer Scham oder Betroffenheit zurückdenken. Es ist ja nicht so, dass ich mich
für diesen NS-Staat hauptverantwortlich fühle. Und ich weiß ja auch sehr genau zu unterscheiden zwischen jungen Menschen, die verführt worden sind, in diesen Staat hineingewachsen sind, und den eigentlichen Tätern. Aber wenn von Mitverantwortung oder wenn von Mitschuld die Rede ist, dann denke ich an diese Szene und denke daran, wie verroht junge Menschen sein können oder Menschen überhaupt sein können. Und gerade weil der Wert der einzelnen Person in Diktaturen so wenig gilt und so mit Füßen getreten wird, und weil das Individuum so überhaupt keine Rolle spielt und immer in Gefahr ist, unterworfen zu werden, darum fand ich bei Amnesty so überzeugend diese Mischung aus Aufklärung, aus prinzipiellen Änderungsversuchen und Hilfe für den einzelnen Menschen. Und das überzeugt mich auch heute noch und immer, wenn ich meine Freunde von Amnesty treffe, bei Jahreskonferenzen oder sonst, habe ich ein tiefes Gefühl der Zusammengehörigkeit mit all diesen jungen Menschen und finde nach wie vor, dass die Mitbegründung von Amnesty International das Vernünftigste war, was ich in meinem Leben in der Politik im weitesten Sinne getan habe. Nun kamen die Kommunisten und boten ein neues Weltbild, eine neue Ideologie und, was einem nicht so bewusst war, eben auch eine neue Welterklärung, ein neues Korsett, um zu gehen, sich zurechtzufinden in dieser Welt. Und ich lernte bei sehr eindrucksvollen Lehrern, wie Marxisten die Welt erklären, wie sie die Geschichte interpretieren nach Grundsätzen des historischen Materialismus. Ich lernte Friedrich den Großen ganz anders sehen, als ich es bis dahin gelernt hatte. Und das alles beeindruckte mich als eine neue Erklärung, über die man nachdenken konnte, die man zum Teil überzeugend fand, zum Teil auch nicht. Und vor allen Dingen, es beeindruckten mich Leute, Menschen. Also sowohl die sozialdemokratischen Schulreformer, die damals noch eine große Rolle spielten in den Jahren 46 bis 48 vor allen Dingen, und die alten Kommunisten, die für ihre Überzeugung jahrelang in den KZs und Zuchthäusern gesessen hatten. Dann kam die Umwandlung der SED, in, wie man sagt, in eine bolschewistische Partei neuen Typus. Und das war nun eine Zeit des schlimmsten Dogmatismus, die ich da auf der Parteihochschule erlebt habe. Also unsere ganzen Lehrpläne und unsere Vorlesungen, alles wurde orientiert an Materialien der Sowjetunion. Im Mittelpunkt des gesamten Lehrplans stand die Geschichte der KPdSU, wie Stalin sie konzipiert hatte. Wir mussten die Geschichte, ich war im Lehrstuhl Geschichte, wir mussten die Geschichte der KPD in der Weimarer Republik ständig neu umschreiben, weil neue Weisungen aus Moskau kamen und einmal dieser, dann wieder jener zum Verräter gestempelt wurde. Also ich war entsetzt über diese Partei und ich war auch entsetzt darüber, was die Partei aus den Menschen machte.
vielleicht war die Zeit in Kleinmachnow mit die schlimmste Zeit meines Lebens, aber die in Berlin die schwerste Zeit, muss ich doch sagen. Und zwar, ich konnte mich zum ersten Mal nun in dem, was man die freie Welt nannte und nennt, nicht zurechtfinden. Ich hatte niemals gelernt, selbstständig zu denken, mir eine eigene politische Meinung zu bilden. Ich war so befangen, so vollgestopft mit Ideologie, dass ich dauernd, was ich auch tat, ideologische Maßstäbe anlegte. Also ich kann mich zum Beispiel erinnern, dass ich mit einem Freund ins Kino ging und mir einen Film ansah über Toulouse-Lautrec. Wir wollten uns mal ansehen, wie es so im Westen die Filme aussehen und gemacht werden. Und als wir aus dem Film rauskamen, sagt mein Freund, ich frage dich, was ist die gesellschaftliche Aussage? Ich sage, du, das denke ich selber die ganze Zeit. Was ist die gesellschaftliche Aussage dieses Films? Er sagt, ich kann es nicht erkennen. Und ich betrachte es als ersten Augenblick meiner Selbstbefreiung, dass ich gesagt habe, sage mal, hältst du es für möglich, dass hier in diesem fremden Land Menschen etwas machen, bloß aus Spaß, bloß aus Vergnügen, bloß aus Interesse an einem Maler? Ich habe dann in Berlin politische Wissenschaften studiert und war hier wissenschaftliche Assistentin am Institut für politische Wissenschaften. Und hier habe ich dann auch meine ersten Aufsätze und Artikel über die SED verfasst. Hier habe ich meine ersten Bücher entworfen. Und wenn Sie so wollen, könnte man sagen, hier hat sich Erika Asmus in Carola Stern verwandelt. Ich kann mich noch erinnern, als ich die ersten Artikel für eine Fachzeitschrift geschrieben hatte, da kam ein Anruf der Redakteure und die sagten, also Fräulein Asmus, das geht nun nicht so weiter. Sie können nicht immer nur unter 3 Sternen schreiben. Das hatte ich getan, um die Stasi nicht auf mich aufmerksam zu machen. Sie müssen sich dann ein Pseudonym wählen. Ich guckte die Bibliothekarin an und sagte, ja, wie soll ich mich nennen? Und sie sagte, ja, wenn es immer 3 Sterne waren, sagen Sie doch einfach Stern. Ich sage, gut, ich will Stern heißen. Ja, sagten die Redakteure, einverstanden, aber was möchten Sie für einen Vornamen haben? Ich dachte, dass ich Carola Neher, die Schauspielerin aus den 20er Jahren, immer sehr verehrt habe und sagte, ich möchte mit Vornamen Carola heißen. So kam ich zu meinem Namen Carola Stern und fortan waren die Leute überzeugt, ich sei eigentlich eine typische Jüdin und verhielte mich auch so, wie Juden sich verhalten. Und dann gab es eine Zeit, da existierten beide Namen noch nebeneinander und Leute aus der Bundesrepublik sagten, in West-Berlin, da gibt es 2 Frauen, die verstehen wirklich was von der DDR und von der SED. Die eine heißt Erika Asmus und die andere heißt Carola Stern. Aber wenn ihr was haben wollt für einen Funk oder für eine Zeitung, fragt erst die Stern. Die Stern ist besser als die Asmus. Auf diese Weise bin ich dann auch Redakteurin des damaligen SBZ-Archivs und späteren Deutschlandarchiv hier in Köln geworden. Und diese Zeitschrift wurde herausgegeben vom Verlag Kiepenheuer & Witsch. Und so kam ich in jene Welt, in der ich immer gerne leben wollte, nämlich in die Welt der Bücher und zu den Schriftstellern. Carola Stern war von Anfang 1960 bis 1970, also volle 10 Jahre, zuständig für den gesamten Bereich Sachbuch und politische Literatur bei Kiepenheuer & Witsch. Und sie hat in dieser Zeit das Programm entwickelt. Sie hat es maßgeblich geprägt. Erst noch in der Zusammenarbeit mit dem damaligen Verleger Josef Kaspar-Witsch, dann in der zweiten Hälfte der Dekade mit mir. Und sie war die prägende Figur. Sie war die Lektorin, bei der alle Fäden zusammenliefen. Und
Ihrer Initiative war es unterlassen, ob ein Buch damals aus Ihren Bereichen ins Programm kam oder nicht. Ich denke, dass ich auf meine Weise durch die Auswahl der Autoren und der Bücher, die ich damals bei Kiepenheuerwitz gemacht habe, zur Entspannungspolitik in der Bundesrepublik beigetragen habe. Ich erinnere mich besonders an ein Buch von Peter Bender, Offensive Entspannung. Ich erinnere mich an eine Darstellung der DDR von Hans-Werner Schwarze, an Bücher von Ulf Baring über de Gaulle und über den 17. Juni, über eine große, sehr eindrucksvolle Rosa-Luxemburg-Biografie, an eine Lenin-Biografie von Louis Fischer. Das heißt, ich habe einerseits die Auseinandersetzung mit der kommunistischen Geschichte und Ideologie sehr versachlicht in dieser Zeit durch die Herausgabe von Standardwerken. Und ich habe andererseits mitgeholfen, Entwürfe, programmatische Entwürfe für eine Politik der Entspannung mit zu publizieren. Ich hoffe, dass meine von mir sehr geschätzten Kollegen es mir nicht übel nehmen, wenn ich sage, dass ich zunächst von den Autoren, die ich alle für Halbgötter und Götter gehalten hatte, etwas enttäuscht war. Nicht von allen, niemals von Heinrich Böll, aber von sehr vielen anderen, von denen ich doch nicht erwartet hatte, wie eitel sie sein würden. Und was es ihnen bedeutete, umworben zu werden und angehimmelt zu werden und immer wieder von Neuem gelobt zu werden. Heute verstehe ich das. Denn ich weiß, wie lange man alleine an seinem Schreibtisch sitzt und sich abquält, einen Satz auf das Papier zu bringen. Und wie entsetzt man ist, wenn man zu seinem Lektor kommt und der sagt, ich finde, das dritte Kapitel ist misslungen. Ich denke, das kann doch nicht wahr sein, dass das nun die Antwort auf all diese Qualen ist und auf schlaflose Nächte. Und so habe ich mich auch als Lektorin daran gewöhnt, bei jedem Autor, mit dem ich zu tun hatte, wenn ich sein Manuskript gelesen hatte und zum ersten Mal mit ihm sprach über dieses Manuskript, zu sagen, Donnerwetter. Donnerwetter. Und die war jedes Mal, ist was. Dann sage ich, also beim dritten Kapitel würde ich nun vielleicht sagen, ob wir da noch mal rangehen können. Da kann ich mich also erinnern, dass man also bis tief in die Nacht rein saß und auch bis in den Morgen rein. Dann kam immer was, was sehr typisch für Karlchen ist, es kam die Freundschaftsstunde, dann die Wahrheitsstunde und dann die Heulstunde. Carola, es war immer unheimlich, begann also schon vom Alkohol etwas gelöst, wie wir alle, einem zu sagen, wie außerordentlich sie einen doch schätze und bewundere und was man alles Großartiges gemacht und geschrieben und getan hätte. Und da zog man schon etwas den Kopf ein, weil man eben als Freund wusste, jetzt kommt gleich die Wahrheitsstunde. Das Ganze ist die Einleitung für etwas, was man eigentlich nicht so gerne hören will. Und sie musste dann ihren Mut eben auch sehr zusammennehmen. Das begann also erst so in den frühen Morgenstunden. Und diese Freundschaftsbekundung war auch der Versuch zu sagen, nimm es mir nicht übel, aber ich muss es nur noch mal sagen. Und es endete in Tränen, denn sie war sozusagen über ihre eigene Courage oder auch über die Enttäuschung der Freunde und so weiter, so gerührt, dass sie dann also in Tränen ausbrach. War eine anstrengende Prozedur, muss ich sagen. Ja, das ist genau wahr. Genauso ist es gewesen. Inzwischen habe ich nie mehr die Kraft, so lange aufzubleiben, um bis in den Morgen die Wahrheitsstunde überhaupt noch zu erreichen. Inzwischen habe ich mich so daran gewöhnt, guten Rotwein zu trinken, dass ich auch nicht mehr die Heulstunde brauche. Also ich erinnere mich daran, es war viele Jahre hindurch gehörte es zum Zeremoniell meines Lebens und meine Freunde haben sehr darunter gelitten. Es war mir ein großes Bedürfnis, einmal, wenn so das richtige Maß an Alkohol da war, ihnen zu sagen, was ich wirklich über sie dachte. Aber
das mache ich jetzt nicht mehr. Es fehlt mir etwas, aber ich habe es mir abgewöhnt. Hat die Bewegung auch politisches Gewicht? Hören Sie einen Kommentar von Carola Stern. Wir haben es erst kürzlich wieder, anlässlich des Evangelischen Kirchentags, erfahren. In der Bundesrepublik wächst seit dem vorigen Jahr eine neue Friedensbewegung heran, der sich besonders viele junge Menschen, besonders viele Christen... Alexander Solzhenitsyn wird kein bequemer Gast in unserer Welt sein. Ein kompromissloser Moralist und Christ und Sozialist ist kein Bündnispartner für die Unmoral in unserer Welt. Wenn Freizügigkeit am Widerstand der anderen Seite scheitert, muss man für ein Mehr an menschlichen Kontakten sorgen. Wenn den Bürgern in der DDR Informationsfreiheit vorenthalten wird, muss man sich um mehr Informationen... Einem ehemaligen Stuka-Flieger namens Rudel ist mitten im Frieden ein Treffer gelungen, der größere Zerstörungen angerichtet hat, als viele seine prominente Ostdeutsche unter Umständen zunächst einmal verfolgt. Nämlich von Geschäftemachern mit Alleinvertretungsanspruch, die den prominenten Kommunisten wie den Triebtäter und die Schönheitskönigin, die den prominenten Antikommunisten wie den Rennfahrer und einen Mörder zu vermarkten wissen. Herr Barrow und Herr Hübner, Sie werden sich zu wehren wissen. Es möge Ihnen und Ihren Familien in diesem Teile Deutschlands wohlergehen. Wenn ich hätte besser schreiben können, als ich kann, wäre ich sicherlich auch sehr viel früher Journalistin geworden. Aber ich wollte keine Journalistin werden, die sich mit Politik beschäftigt. Daran habe ich nie gedacht. Sondern ich wollte gerne Theaterwissenschaften und Literaturgeschichte studieren und Theaterkritiken schreiben und mich mit Kunst und den schönen Dingen des Lebens beschäftigen. Ich weiß nicht, ob ich das so konnt hätte, würde ich gerne mal wissen. Sie war eine profilierte Gestalt in Ihren Kommentaren, aber auch in den Gesprächen über das Programm, in den offiziellen und den inoffiziellen. Sie war eine kraftvolle Gestalt im Sinne des kompromisslosen Nachdenkens. Und außerdem sage ich Ihnen offen, es hat mich auch gefreut, dass Sie nicht nur eine solche Mutter Courage in Ihren Aussagen war, sondern Sie war auch eine Frau. Sie hat sich gefreut, wenn ich ihr was Nettes über Ihren Hut gesagt habe. Man hat von Klaus von Bismarck gesagt, er habe den WDR geführt wie ein Dorfpostamt in Hinterpommern. Ich habe das genossen. Es war sicherlich vieles nicht in Ordnung. Es ging so etwas kunterbunt zu. Aber wissen Sie, es herrschte eine Toleranz und ein Liberalismus und ein Eingehen auf Menschen und ein Verständnis für Menschen und ihre menschlichen Schwächen und Bedürfnisse, das mich sehr beeindruckt hat. Ich kam in den WDR zu Beginn der sozialliberalen Koalition und habe die ganze Zeit der sozialliberalen Koalition im WDR miterlebt und befand mich im Unterschied zu heute in hoher Übereinstimmung mit der Politik, die in Bonn gemacht wurde, was seine besonderen Schwierigkeiten hatte, aber auch sehr schön gewesen ist, diese neue Politik auf seine Weise mit durchsetzen zu helfen und gleichzeitig zu lernen, Abstand auch zu seinen politischen Freunden als Kommentator und als Journalist zu gewinnen. Die Politik spielte damals, das ist also Anfang der 70er Jahre, eine ganz andere Rolle als das, was heute in den Mittelpunkt gekommen ist. Und solche Fragen, die heute von Gorbatschow als globale Fragen angesehen werden, die waren damals überhaupt nicht aktuell. Carola aber hat die aktuell zu machen mitgeholfen. Ich erinnere mich, wie ein Kollege in der Redaktionskonferenz über die Verschmutzung des Rheins gesprochen hat und die Notwendigkeit,
irgendwas für das Wasser zu tun. Damals guckten sich die Kollegen um und dachten, also wenn der auf den Tisch stiege und tanzte, wäre nicht so absurd gewesen wie unter ernsten Männern, die also Politik im klassischen Sinne gemacht haben, über Wasser zu reden. Carola begriff das frühzeitig. Ebenso wie eben alle diese Dinge, die mehr ans Menschliche appellierten als an die Formen der traditionellen Politik, der Politik, wie sie Politiker machen. Für sie steht der Mensch im Mittelpunkt. Also, ich will ein Beispiel nennen. Irgendeine, sagen wir, Bergedorfer Gesprächskreis, Diskussion über Probleme der Arbeitswelt oder der Mensch in der modernen Gesellschaft, irgend sowas. Der Bundespräsident ist dabei, alle reden sehr gebildet und sehr klug. Carola sagt eine Stunde lang überhaupt nichts. Und dann sagt sie, ich möchte hier als schlichter Teilnehmer, als Frau, mich mal zu Worte melden. Und dann kommt irgendeine Sache, die sich sehr genau überlegt hat und die den ganzen klugen Reden, die dann eine Stunde lang gehalten worden sind, den Boden wegzieht. Und zwar sehr freundlich und sehr schlicht und sehr überzeugend, aber natürlich auch sehr raffiniert. Sie nimmt einfach eine andere Ebene. Nicht? Die anderen haben alle was über Theorie der Arbeitswelt geredet und sie sagt, na, wie sieht es denn aus für den Kumpel, der da an seiner Maschine steht und aus Anatolien kommt und so weiter und so weiter. Nicht? Sie nimmt einfach eine andere Ebene, sie lässt sich auf das theoretische Gerede gar nicht ein. Und das ist, glaube ich, ihre ganz große Stärke und aber eben auch ihre, glaube ich, bewusst genutzte Masche. Sie war eine herausragende Kommentatorin, klar und entschieden in ihrem Urteil, meinungsfreudig, sehr prononciert und das immer noch rückgekoppelt an ein Engagement auch innerhalb des WDR und außerhalb des WDR und deswegen besonders überzeugend. Und die gleichzeitig ihre Subjektivität nicht verleugnet hat, das fiel also einfach auf, weil das bei Männern eher unüblich ist. Also eine Journalistin von Rang, die in der Männerdomäne, in der Männerdomäne des Journalismus, nämlich dem Kommentarprogramm dann des Rundfunks gearbeitet hat, also quasi das Allerheiligste erreicht hatte. Jetzt rede ich noch nicht von der Führungsrolle. Und das hat, denke ich, also ein Beispiel gegeben und zugleich auch Maßstäbe gesetzt. Und das hat weitergewirkt. Das hat weitergewirkt in dem Maße und in dem Sinne, dass es eben üblicher werden konnte anschließend, dass man Frauen zutraute, diese Arbeit, diese journalistische Arbeit zu tun. Es war natürlich nicht immer leicht, mit Carola umzugehen. Denn sie wusste ihre Meinung und wusste sie sehr hart durchzufechten. Und auch ihre Entscheidungen waren entsprechend, denn als Leiterin einer Redaktionsgruppe musste sie also Entscheidungen fällen. Und allein, wenn sie ihr Gesicht verzog und man spürte, wie widerwillig sie einer Sache entgegenging, hatte das natürlich einen Einfluss. Ich kann mich nicht durchsetzen, mach mich auch nicht durchsetzen. Ich habe kein Verhältnis zur Macht. Für eine Frau mit dieser Stellung, mit dieser Potenz, ist sehr wichtig, sie konnte sich korrigieren. Und das haben ja viele Leute, denen Macht anvertraut ist, im Rundfunk nicht an sich. Es kam auch hinzu, dass vielleicht meine Eitelkeit und mein Ehrgeiz mir im Wege stand. Ich finde es nicht eindrucksvoll, Abteilungsleiterin für Kommentare und Feature zu sein. Ich finde es auch nicht eindrucksvoll, Chefredakteur zu sein oder Hörfunkdirektor oder Intendant, weil ich nicht weil ich selber kein Interesse daran habe, in dem Maße zu administrieren, zu organisieren, an Sitzungen teilzunehmen, wie das in diesen Funktionen notwendig ist. Ich finde es so unvergleichlich schöner, seine Stimme im Radio zu hören, seinen Namen in der Zeitung zu lesen oder ein gutes Buch zu schreiben, obwohl ich weiß, dass diese Funktionen ganz außerordentlich wichtig sind. Aber wenn es zum Sterben geht, zu sagen, ich war Direktor oder Intendant. Außerdem glaube ich auch, dass die eine Bewährungsprobe meines Lebens mir noch bevorsteht. Was mache ich, wenn ich nicht mehr arbeiten kann? Ich habe nicht gelernt, müßig zu gehen. Das ist ein Preis, den man für
den Beruf und auch Erfolg im Beruf zahlt. Und ich weiß nicht, ob ich nicht ganz unselig und unglücklich bin, wenn ich die Arbeit verliere, die mir so sehr viel Freude und Vergnügen bereitet. Und wenn ich Bücher lesen muss, bloß weil es Freude macht, bloß weil einer Spaß daran hat. Ich denke, jeder Mensch hat seinen Lebensabschnitt, in dem er eigentlich er selbst ist. Und ich bin ganz sicher, dass mein Lebensabschnitt, in dem ich ganz ich selbst bin, das Alter ist. Und ich genieße es, mich so wohl zu fühlen in diesem Körper und in diesem Bild von sich selbst und zu sagen, ja, das bist du. Ich denke übrigens immer, das bist du, Carola Stern, und ich denke nicht, das bist du, Erika Asmus oder Erika Zöge. So zu sich selbst zu kommen und in sich selbst zu ruhen und über seine Schwächen zu lachen und sich mit ihnen abgefunden zu haben und immer wieder von Neuem noch zu versuchen, seine eigenen Ausdrucksformen zu finden. Das ist etwas sehr Schönes. Ich bin so glücklich darüber, dass ich so glücklich mit meinem Mann zusammenlebe. Und das empfinden wir eigentlich jeden Tag von Neuem. Und ich bin so glücklich, dass wir Zärtlichkeit füreinander empfinden und dass wir diese Zärtlichkeit zum Ausdruck bringen können und dass wir miteinander reden können und sprechen können und dass ich jemanden gefunden habe, der meine Sorgen versteht, auch wenn sie albern klingen, meine Angst vor Hexen und Räubern und mich tröstet, wenn ich unglücklich bin. Das ist ein großes Glück. Und wenn man es einem im Leben widerfährt, dann soll man wissen, was es bedeutet. Seemann, lass das träumen. Denk nicht an zu Haus. Manchmal, wenn ich alleine bin, dann stelle ich den Plattenspieler an mit der wunderschönen Platte von Freddie Quinn, Seemann, wo ist deine Heimat?